Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind jetzt fertig gebadet und damit auch wieder satt, können jetzt wieder hoch und beim Henker diese Quest abgeben. Vielleicht ist es doch das Beste, wenn wir einfach den Weg folgen, statt da dieses Gestrüpp hochzulaufen. Das Pferd hat ja doch ordentlich Geschwindigkeit drauf. Weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch schneller machen können. Aber das Pferd ja schon mit einem Affenzahn hier durch die Gegend. Ich glaube, da will jemand aufs Maul. Aufhören, bitte! Ich gebe auf! Du wirst leiden! Das sind ja tolle Banditen. Unbewaffnet ziehen lassen. Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. In Ordnung. Vielleicht wollten sie mich angreifen, aber meine Ausrüstung nicht gesehen oder so. Ich lass dich laufen, aber die Waffe bleibt hier. Wie du willst. Aber ich fürchte, dass ich mir das damit auch mehr schön rede, als wahrscheinlich ist einfach nur die KI dumm. Wieso ist mein Schwert immer blutig? Wieso machen die das nicht sauber? Naja, wie dem auch sei, das war ein toller Hinterhalt. Das mit dem Schild ist schon so ein bisschen nervig. Und dann können wir noch zu dem Bogen schießen gehen. Komm schon, das schaffst du! Ne, schafft es nicht. Ich hätte mir ein Allradpferd holen sollen. So. Da sitzt du wieder. Wo geht ihr eigentlich nachts hin zum Heulen? Reden. Du hast aufgehört zu weinen. Du weinst nicht mehr? Nein, hab für meinen Lebtag genug geheult. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben, aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Und Tränen sind da keine Hilfe. Das ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Nichts aber. Sie würden dir ein Zuhause geben. Sie sind nicht sonderlich nett. Sie sind keine guten Menschen, Eliska. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Aber ich hätte eine Familie. Ich spreche das mit Hermann. Du hast recht. Ich spreche noch einmal mit Hermann. Hermann, dem Henker. Der aber immer noch am Pennen ist. Ne? Hallo, Heinrich. Eliska sieht besser aus. Ja, aber glücklich ist sie nicht. Gott hat ihr schwere Prüfungen auferlegt. In der Tat. Wusstest du, dass die Pest ihre ganze Familie dahinraffte? Sie war gerade erst 12. Seine Familie zu verlieren ist hart. Verzeih, ich habe nicht nachgedacht. Und, konntest du etwas über ihre Sippschaft herausfinden? Ja, aber ich kann sie nicht leiden. Ich konnte sie ausfindig machen. Sie würden sie aufnehmen, aber ich halte das für keine gute Idee. Überlass ihr die Entscheidung. Solange es ihr dort besser geht als hier. Willst du, dass Eliska bleibt? So wie du von ihr sprichst. Möchtest du, dass Eliska bei dir bleibt? Weißt du, sie war schon immer ein süßes Mädchen. Als sie mit ihrer Familie nach Rattay kam, damals noch ledig, war sie schon wunderschön. Und es mag dich überraschen, aber sie wechselte sogar hin und wieder ein Wort mit mir. Es grämte mich, als sie diesen Taugenichts heiratete. Ja, es war naiv von mir. Aber ich dachte immer, dass wir zwei vielleicht... Nun, das Schicksal amüsiert sich gern. Ich habe ihren Gatten aufgeknüpft und sie lebt bei mir. Nach all den Jahren, in denen ich an sie dachte. Ich möchte, dass sie bleibt, aber ich will auch nicht, dass sie unglücklich ist. Mhm. Gehen wir wieder zurück. Haben wir doch gerade... Wieso ist jetzt Aufgabe begonnen? Wo wirst du bleiben? Hast du dich entschieden? Ich kann nicht. Ich kenne die Mischeks nicht. Aber ich hätte eine Familie. Du solltest bei Hermann bleiben. Hermann könnte dir auch eine Familie geben. Er ist ein anständiger Kerl. Ich kenne keinen besseren, um ehrlich zu sein. Aber er ist ein Henker. Und wo ist das Problem? Dass die anderen Weiber sich unten am Fluss nicht mehr mit dir unterhalten würden? Hat dich dieser Klatsch je interessiert? Er ist ein feiner Kerl, oder nicht? Er würde sich um dich kümmern und wäre auch dazu in der Lage. Und er will dich. Er liebt dich so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Aber... Hat er das wirklich gesagt? Ja, er sagte, er sei seit Jahren in dich verliebt. Er fand schon immer, du seist das süßeste Mädchen in Rattay. Wirklich? Wir haben hin und wieder ein paar Worte gewechselt. Nun, er war immer gut zu mir. Bei allem, was heilig ist. Du hast recht. Ich bleibe. Aha. 175 Groschen, wofür auch immer. Zähe Liebe. Hermann? Ja? Dürfte ich vielleicht hier bleiben? Für immer, meinst du? Wenn du nicht willst. Du darfst! Natürlich darfst du! Eliska, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Schön, dass du da bist. Ja, ich komme euch besuchen und gehe dann aber auch gleich wieder. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Wobei, wir könnten nochmal mit denen reden, aber ich fürchte mal, dass da... Danke, Heinrich. Ja, doch. Danke. Gerne. Das Wichtigste ist, dass alles gut ausgegangen ist. Ist es, hab Dank. Und ich möchte dir das geben. Allmächtiger, ich habe Eliska. Nach all den Jahren habe ich, der Henker, die Frau, die ich liebe. Nochmal 30 Groschen, hast du auch nochmal Geld für mich? Danke, Heinrich. Ich glaube, mit Hermann habe ich endlich mein Glück gefunden. Hast du. Ihr beide seid wie füreinander bestimmt. Nö, aber gut, das ein Deal. 100, die waren jetzt auch schon ein bisschen unerwartet. Gut, dann nicht, dass ich das Geld unbedingt gebraucht hätte, aber ja, mal nett, da auch eine Belohnung zu bekommen. Dann ja, Bogenschießen, genau. Dann reiten wir mal wieder zurück. Ich versuche nochmal diesen besten Wettbewerb zu gewinnen. Ah, Batsch. Batsch. Speed. Das Nest gefunden. Wahnsinn. Ah, in die Kurve gelegt. Ja, das Pferd braucht noch bessere Zügel. Mal gucken, ob das das noch schneller macht. Ich glaube, dieses Laken, das war nur fürs Aussehen. Wir können auch nochmal gerade, weil wir jetzt eh morgen haben, mit der Müllers Tochter reden. So. Der konnte nicht handeln, oder? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ne. Erinnert mich, dass wir beim Apotheker ja auch noch zurückzahlen sollten. Ist sie vielleicht oben? Nö. Da ist sie doch. Wollen wir spazieren gehen? Also? Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Ich habe zu viel zu tun, aber gerne ein andermal. Komm einfach die Tage wieder vorbei, ja? Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Ich habe Blumen für dich. Habe ich? Theresa, ich habe hier was für dich. Oh, Heinrich, wie ritterlich. Die sind wunderschön, vielen Dank. Ja, wer hat was mitgebracht? Ich habe dir etwas mitgebracht. Haben wir einen Schmuck? Was nicht? Oh, Heinrich, ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Gefällt mir sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Mhm. Keine Ahnung, wo ich den Schmuck her hatte. Vielleicht hatten wir noch einen Kelch oder sowas. Ja, aber es ist im Pferd. Und es ist immer noch im Pferd. Keine Ahnung. Ich hätte dir auch ein frisch geplündertes Kleid geben können, aber naja. Gut, also jetzt hoch zum Bogenschießen. Falls es nicht schon wieder zu spät ist. Was ist das für ein Pferd? Keine Ahnung. Hat jemand vergessen? Die Kleider können wir gerade noch verkaufen. Achso, genau. Ich wollte jetzt erst nochmal zum Medizinmann gehen. Wie geht es dir, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Wegen der Schulden? Wegen der Schulden. Schulden bezahlen? Bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Übung. Alchemie. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Mhm. Alchemist. Alchemie. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Zahlen. Also pass gut auf. Mhm. So, also dann hatten wir hier den Schneider noch. Irgendwo. Das sieht zumindest aus wie ein Schneider und da ist auch, glaube ich, das Symbol für einen Schneider. Das hier ist nur Armor Smith. Heinrich, schön, dass du da. Wir können dann nochmal gerade gucken. Schneiderset. Einfach reparieren. Irgendwas. Kleines Schmiedeset. Moment, das machen wir mal bei dem. Schusterset. Reden. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Reparatur. Alles auswählen. Handel abschließen. Reparatur. Handeln. Verkaufen. Eine Bettlertunika. Ja, es ist nicht unbedingt Zeug, was man verschenken wollen würde. Warenkorb prüfen, ja, verkaufen. Der hat Geld, aber bei dem haben wir natürlich nur sehr begrenzt was, was wir dem andrehen können. Ja. Ja. Geweih. Na gut, dann gehen wir zum Bogenschießen. Aha, was ist hier los? Wasser. Gute Christen, lasst mich nicht sterben. Gebt mir zu trinken. Hallo, Heinrich. Wir haben leider nichts zu trinken. Willkommen, was ist denn? Was bleibt mir am Wicht? Ne, wir mussten unten rum. Ich würde aber auch gerne wissen, wo man Dietriche kaufen kann. Die werden wir ja auch benötigen. Vielleicht bei dem Müller. Da müssen wir durch. Also nicht bei unserem Müller. Ich glaube, bei dem unserem Müller könnten wir auch was kaufen, wenn wir Missionen für den erfüllen. Aber naja. So, jetzt machen wir erst einmal diesen Profibogen-Wettbewerb. Und da gucke ich mir jetzt mal an. Wir haben 1200. Oder genau genommen haben wir 1200. Okay, selbst da steht das nicht genauer. Doch, 1289,8. So, reden. Ehrenwerte Grüße, wie kann ich dienen? Bogenschießwettbewerb. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Sicher, wozu glaubst du, ist der Schießstand da? Sag mir erst, wie gut du bist, dann suche ich einen passenden Gegner. Ich bin Superheld. Ich kann gegen die Besten antreten. Große Töne, aber wir werden sehen. Die Besten schießen 21 Pfeile. Los geht's, hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigenen nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Schützen, macht euch bereit. Links, rechts. Aber das war gar nichts. Das war gut, aber doch zu viel Schwankung drin. Minimalhöhe. Okay. Jetzt habe ich's. Aber ich glaube, das war zu spät. Und da jetzt auch zu wenig, schon bei einigen. Yeah. Schade. Der Wettbewerb ist zu Ende. Reden. Entsprechend haben wir jetzt noch 1200 C 19,8. Machen wir nochmal. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Klar, hier sind... Sag mir erst, wie gut. Ich kann gegen... Große, die Besten. Los geht's. Ich trommle dann mal an. Mhm. Schützen, macht euch bereit. Hallo, Heinrich. Nochmal. Nein. Das sieht gut aus, ja. Links, rechts, Feuer. Links, rechts, Feuer. Das war ein bisschen zu drüber. Links, rechts, Feuer. Der eine hat schon wieder aufgehört zu schießen. Beziehungsweise es zählt bei dem einfach. Ne, der schießt nicht. Naja, dadurch habe ich natürlich Zeit verloren und bin jetzt auch nicht der Erste, der fertig ist. Das heißt, da müsste ich jetzt auch nochmal Punkte gut machen. Ah, shit. Das wird jetzt so oder so schon knapp. Ja, 58, da kann ich ja jetzt gar nicht mehr aufholen. Ja, schade. Ja, ja, disqualifiziert, ist egal. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Klar, hier sind immer Pfeile. Sag mir erst, wie gut. Die Besten. Ich kann gegen die Besten. Große Tür. Die Besten. Los geht's. Ich trommle dann. Nochmal minus 70. So, dann fangen wir halt direkt an. Willkommen, Heinrich. Naja, es macht keinen Sinn, da jetzt... Na, okay. Ein bisschen weiter nach unten. Noch ein Stück. Das sieht gut aus. Links, rechts, Feuer. 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 Hier, links, rechts, Feuer. Na, das war zu früh. Und fertig. Extra Punkte bekommen. Okay, 210. Wunderbar. Diesmal hat es aber auch ordentlich funktioniert. Gut, ja, dann machen wir jetzt das andere mit dem Wein. Fläschchen Wein. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Ja. Ja? Gut. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. 13. Guter erster Schuss. Der war scheiße. Aha. Rechts, links. 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 Und den letzten. Rechts, links. Und dadurch, dass ich Erster bin, habe ich da auch nochmal Punkte bekommen. Das heißt, der andere muss jetzt dreimal die Mitte treffen. Jetzt kann er schon nicht mehr gewinnen. Jo. Willkommen, Heinrich. Hol dir deine Belohnung ab. Gratulation an den Sieger. Und hier, wie versprochen, ein Fässchen des feinsten Weines der Provinz. Hab Dank. So, Wein für Herrin Stefanie. Moment. Bogenschießwettbewerb. So. Was steht als nächstes an? Ja, wir sollten halt auch mal nach rechts dann gehen. Das ist erstmal wurscht. Vergeltung ist auch wurscht. Liebeswärme können wir nichts machen. Das hier könnten wir beispielsweise machen. Was auch immer. Ruheloser Geist, das hier könnten wir theoretisch machen. Zu Diensten, meiner Herrin. Ja, das ist auch Sasau. Der Ruf der Nachtigallen, das war, glaube ich, Backt. Finde den Schatz unter dem Tau und dem Taubenschlag. Tierhäute. Das war da oben. Ja, Festmahl für die Bettler. Hasenfleisch. Okay. Das habe ich ganz vergessen. Töte den Anführer des Lagers. Das hier könnten wir auch machen. Ich könnte aber... Ja, das ist wahrscheinlich sogar das was am einfachsten jetzt mal gerade machbar ist. Ich werde auf jeden Fall gerade noch 9 Wein kaufen. Speichergedöns. Die haben zu. Kriegen wir aber sicher auch bei anderen Händlern. Ups. Habe ich vielleicht nicht sogar noch Zeug? Ja, habe ich noch eins. 3 sogar. Wieso habe ich 3? Ich habe doch zuletzt gespeichert. Wieso? Ich glaube, man kann nur 3 haben. Also, keine Ahnung. Na gut, dann haben wir halt noch 3. Dann gehe ich halt mal zu dem Banditen. Und kann auch dann da hinten mal das Hasenfleisch holen. Bin ich jetzt mal gespannt, wie der Kampf ausfällt. Wir können ja als erstes mit dem Bogen vom Pferd ausschießen. Und mal gucken, wie das so funktioniert. Da sollte ich aber erstmal... Langstreckenfall klingt gut. Da weiß ich jetzt zumindest von vornherein, dass das Banditen sind. Nicht, dass ich da irgendwen erschieße. Da sind wir anscheinend schon sehr nah dran. Ich will speichern. Jetzt bin ich halt leicht besoffen. Ne, anscheinend nicht. Naja, die sind halt im Wald. Ne, sind sie gar nicht. Wir müssen nur den anderen Weg nehmen. Jetzt bin ich besoffen. Hm. Ein sehr seltsames System. Ach so, doch. Am Anfang hat man einen Bonus und dann... Naja, okay. Naja, wobei, das müsste ja der Bonus sein. Wer ist da? Niemand. Der Meisterbogenschütze ist hier. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Was ist los? Komm schon. Mhm. Ich schlachte dich ab. Das wollen wir sehen. Die anderen sind zurückgeblieben. Das war er schon. Mhm. Plündern. Sporen des Banditenführers. Und Ohr des Banditen. Guter Riecher. Mhm. Dann packen wir jetzt erstmal wieder Zeug aufs Pferd. Die Sachen sind nicht besser. Kettenhaube. Mal hier sortieren nach Rüstung. Und dann gucken wir mal gerade, ob irgendwas besser wäre. Nö. 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 Hirnhaube. Lederwams. Wams. Nö. 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 So. Ne, das ist Westen. Was machst du denn da? Hey, ihr alle! Schlagt nicht ab! Klagt Alarm! Der ist gerade eingeschlafen. Oh, des Banditen. Da ist der andere. Wer ist da? Niemand. Hey, ihr alle, wir sammeln. Schlag Alarm. Ich glaube, du bist der Letzte. Wo ist er hin? Ist der Stiften gegangen? Oh, da ist eine Mine. Höhle. Aber es ist ein gerader Gang hier. Keine Ahnung, wo der Typ hin ist. Wer ist da? Der hat tatsächlich Angst bekommen. Sind das auch noch Banditen? Moment, da muss ich gerade noch mal Zeug aufs Pferd lagern. Seid ihr Banditen? Bandit. Aha. Reden. Den unbewaffnet ziehen lassen. Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. Nun gut. Bevor wir den anderen niederstrecken. Lauf! So, Moment. Der wollte nicht aufgeben. Plündern. Und der andere steht da hinten noch. Rüstung. Ist da irgendwas Besseres bei? Arbeitsstiefel. Ne, ist alles schlecht. In die Satteltasche, da habe ich mich gerade verguckt. Google. Silberring. Da haben wir jetzt ein Schmuckstück. Wir haben aber auch noch einen neuen Bogen gefunden. ist der 39. Er ist weniger wert. Naja, weg damit. Da ist er stehen geblieben. Du bist doch ein Bandit. Ja, er läuft. Artilleriefeuer. Ne, drüber geschossen. Naja, wahrscheinlich ist es einfach, dem einfach mit dem Schwert eins überzuziehen. Stellen! Will immer noch nicht aufgeben. Jo. Das war ja eine tolle artistische Bewegung da. Okay. Sehr realistisch. Löwenzahn. Ja, dann rufen wir unser Ferdi wieder. Satteln einmal auf. Und dann können wir erstmal wieder die Rüstung wegpacken. Waffen. Den weg. Und ja, dann können wir noch gucken. Wir sind ja gestiegen. Einmal in der Hauptstufe. Da war vorher nichts Interessantes. Jetzt habe ich, glaube ich, nämlich nicht 2 Punkte. Wir haben Erste Hilfe 3. Dann würde ich sagen, nehmen wir das wahrscheinlich. Dorfeld. Signifikante Sichtweite der Schnellreise. Erste Hilfe. Dorfeld. Mit gutem Ruf in der Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller als sonst. Und die Malusse, für Kerkeraufenthalte bleiben länger bestehen. Schönling, Rohling, ja, ist alles nichts, was mir so wahnsinnig gut gefällt. Nehmen wir Erste Hilfe. Es ist nichts, was wahnsinnig spannend klingt, was man der Hauptstufe nehmen kann. Dann haben wir Vitalität, 1 Punkt. Blutrausch. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, erhältst du einen Angriffsbonus von 50% und deine Ausdauer regeneriert sich um 1/4 schneller. Berserker. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich 4-mal schneller. Naja, das ist schon gut. Blutrausch. Haben wir sonst noch was? Nö. Fertigkeiten. Lesen. Reparieren. Frisch gewaschen. Trägst du frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um 1 Punkt erhöht. 7-Meilen-Stiefel. Wenn du Stiefel trägst, die du selbst repariert hast, verbrauchst du beim Spurten 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger spurten. Das klingt doch auch nicht schlecht. Wobei 1 Charisma auch schon nicht verkehrt ist. Die sind beide nicht schlecht. Ja, nehmen wir die... Frisch gewaschen. Nee, das hier hat man dauerhaft quasi, mehr oder weniger. Wahrscheinlich können wir die jetzt sogar reparieren. Schmiedeset anwenden. Booster-Set ist nicht. Schneider-Set? Auch nicht. Jo, okay. Das Pferd ist gerade so ein bisschen rumgesprungen. Das Schaf da hinten ist gerade rumgesprungen. Ich weiß auch nicht, wem diese Schafe gehören. Vielleicht können wir die auch einfach abschlachten. Aber wir gehen jetzt in den Wald und holen uns noch ein paar Hasen, bevor es zu spät wird und man die Hasen im Wald nicht mehr sieht. Dazu müsste ich jetzt aber erstmal ein halbwegs brauchbares Fleckchen finden, wo auch Hasen rumlaufen. Im Norden ist ein bisschen besserer Wald, wo man ja auch mit dem Typen jagen war. Aha! Das sind zwar keine Hasen, die können wir aber auch mitnehmen. Ups. Ja, mein Pferd, das hält das schon aus. Ein Pfeil im Kopf, daran ist noch nie jemand gestorben. So, Waffen, wir nehmen gewöhnlicher Pfeil. Bleibt stehen. Ich glaube, den habe ich getroffen. Immerhin bleibt die Herde zusammen. Da sind Waffenlager. Lager. Wieder weiter runter. Das sind jedenfalls keine Bösen. Na, der Wald ist scheiße. Aber sollten Hasen nicht eigentlich auch auf dem Feld rumlaufen? Das Bienenstock. Ja, ich sehe ja weder Hasen noch sonst was. Im anderen Wald sind ja die Hasen überall rumgelaufen. Da ist halt wieder was, aber kein Hase. Ist die KI vielleicht cleverer geworden? Ich meine... Es hat sie ja einen Patch gegeben, aber da war sowas nicht drin. Oh, der ist aber gerade gut geflitzt. Ich schätze, dass der auch getroffen hatte gerade. Und der. Nein, ich bezweifle, dass die KI besser geworden ist. Das war wahrscheinlich einfach nur Zufall. Kaputt. Plündern. Bzzzt. Nahrung. So. Ja, aber wir brauchen Hasen. Ja, vielleicht sollte ich, jetzt habe ich zumindest den Nebel, die Dings da freigeräumt. Ich könnte natürlich auch mal gucken, wie weit es da noch runter geht. Höhle. Unfallort. Neuhof. Da ist halt genug Zeug drin, aber das ist natürlich ein bisschen doof, da jetzt hochlaufen zu müssen. Ich fürchte, da müssen die mit ihren Hasen ein bisschen warten. Ja, dann machen wir das hier mit den Sporen-Dings da. Der sitzt dann aber wahrscheinlich erstmal drin. Ich weiß dann auch nicht, ob das die beste Wahl ist. Vielleicht sollte ich... Ich laufe einfach nochmal in den Wald rein. Und dann so weit wie möglich nach Süden. Vielleicht finde ich auf dem Weg irgendwas. Dann hebe ich zumindest noch... die Wolken da aus der Karte. Man sieht natürlich jetzt hier nicht besonders viel. Naja, es geht noch so halbwegs. Wenn ich halt die Fackel nehme, dann habe ich das Problem. Oh, was ist denn da hinten? Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Anscheinend nichts. So, also jetzt nach Süden. Ja, wenn ich die Fackel raushole, dann sehe ich halt nur 3 Meter weit und alles dahinter, das sieht man überhaupt nicht mehr. Das ist nichts. Da ist was. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich zu dem hinkomme. Ne. Ihr könnt mich zwar erschießen, könnte dann aber das Fleisch nicht holen. Da ist noch... Ne, das ist der. Diese brauche ich auch nur rechts von mir zu gucken, weil ich links sowieso nicht hin kann. Jetzt gerade ein bisschen runter. Dunkel. Hm. Vielleicht ist da unten ja irgendwas ganz Besonderes. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratzig glaubt, ich wäre weggelaufen. Da kommen wir jetzt nicht durch. Jetzt hier wieder ein bisschen hochlaufen. Jetzt muss ich mich gerade hinsetzen, um da überhaupt noch was erkennen zu können. Naja. Schlussendlich muss ich jetzt auch noch mal vor allem nach Kompass laufen, um halt im Süden noch anzukommen. Das mit den Hasen wird hier eh nichts werden. Was ist das? Eine Lichtung! Okay, packen wir mal die Fackel aus. Oder nicht weiter. Habe ich da den Süden erreicht? Jawohl. Okay, dann reiten wir nach Westen. Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Da scheint auch nicht viel zu sein. Hm. Und Getier habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber ich nehme mal an, dass ich das jetzt auch nicht sehen würde, deshalb wenn es da rumläuft. So, ein bisschen weiter nach Norden, um das hier auch noch zu entfernen. Seltsame Geräusche. Na gut, ja, werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen, dann wird es beim nächsten Mal erstmal aus dem Wald wieder rausgehen. Und dann werden wir, ja, was werden wir als nächstes machen? Wahrscheinlich dann nach Westen zu einem anderen Ort laufen, jetzt ist nicht die Zeit. Um dann hier noch weiter, ja, beispielsweise das hier erkunden. Oder wir laufen direkt dahin und machen hier erstmal die Austreibung. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das hier erstmal abzugeben. Naja, gut, schauen wir beim nächsten Mal dann weiter. Bis dann!